Ja. Klein Mäuschen. Und damit Gummo zusammen. Wir sind wieder hier bei Hashtag Kai geklickt, meine FräuleinsInnen. Und heute, ja klar, gehen wir tatsächlicherweise noch einmal hinein in die heilige Mario Movie Lore. Und es wird sehr deliziös, denn wir werden uns der Frage stellen, ob Marios Originalstimme nicht vielleicht sogar die bessere gewesen wäre für den Film. Und dafür schauen wir gleich in den Mario Movie Trailer rein. However, mit der Synchronisation von der Originalstimme Marios. Nicht aber mit der von Charles Martinet, sondern mit Hilfe von AI. Und da lunzen wir rein und gucken, wie das klingt. Es wird sehr lecker, wie ich schon gesagt. Daher lasst gerne eine Bewertung da, gerne auch in positiven Segmente. Dies würde mich sehr beglücken. Gerade auch deswegen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mit diesem Video hier keine Werbeeinnahmen erzielen werde. Das heißt, heute ist ein absolut kostenloses. Videos waren schon immer kostenlos, aber ihr wisst, keine Werbung oder wenn Werbung, dann nicht auf meinen Nacken, sondern auf Werbung der anderen. Daher vielen Dank trotzdem an eure heiligen Daumen nach oben. Wir gehen aber jetzt erstmal rein in den deutschen Trailer, denn da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Wir hätten das tun können, als wir das vor ein paar Tagen gelivestreamt haben, ja, die Nintendo Direct, Trailer Reaction und all das Ganze. Aber wir haben. Oder ich habe den Trailer erst gesehen, als der Stream vorbei war. Da habe ich quasi erst den Link dazu gesehen. Aber macht nichts. Ich habe gewartet auf diesen Moment, um noch einmal mit euch durch den Trailer zu gehen. Auf Deutsch. Let's go. Lasst mich sagen, ihr habt bestimmt auch reingeguckt. Ich habe auch, ey, ich habe 10-mal reingeguckt oder so in den Deutschen. In den Englischen habe ich auch sehr oft reingeguckt. Ich habe jedes Mal Gänsehaut. Ich sag euch, wie es ist. Kriegt ihr auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ihr den rewatcht? Ich weiß nicht. Ist das dieses Nostalgie-Feeling, weil ich Mario schon kenne, seitdem ich 3 bin oder so? Und schreiben Sie es in die Comments! Mächtigen König der Koopas! Kameks Stimme auf Deutsch kann man machen. Kann man machen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, come on, auf Cartoon-Sprecherebene wäre da bestimmt auch ein Sprecher dabei gewesen, der stimmlich mindestens genauso passend wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will nicht sagen, dass die Stimme nicht auf Kamek passt, aber. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Aber das ist auch die Frage, der wir uns heute so ein bisschen stellen werden. Ist der deutsche Sprechercast eher ein Filmsynchronisationscast oder ein Cartoon-Synchronisationscast? Und mit Cartoon meine ich sowas wie, wenn Sprecher Anime oder Cartoons oder irgendwelche CGI-Serien sprechen. Na, da gibt es ja so viele sau-ikonische Stimmen. Das ist mein heutiges, eins meiner heutigen Mitmottos. Und wir werden uns der ganzen Sache nachgehen. Und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie eure Meinung zu den Stimmen ist, die wir heute hier hören werden. Na klar. Die Bowser-Sau. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin vom Trailer absolut überzeugt. Also, ich war seit vor die Corona nicht mehr im Kino und ich glaube, das wird der erste Film sein, für den ich wieder ins Kino gehen werde. Seit die Corona. Öffnet das Tor! Die ganzen Brüder. Angriff! Na klar, die ganzen Plinfas. However, das Katapult, though. Das war nur ein Vorgeschmack auf unseren Zorn. Ergebt ihr euch? Das tue ich nicht.
Also erstmal natürlich hier, ne, wir sind hier natürlich auch zum Reacten da, deswegen auch hier mal hier und da eine Pause. Meine Meinung zu Bowsers Stimme, ich finde, sie ist sehr gut getroffen. Ich finde, sie ist ganz nett. Sie, ist das nicht sogar die deutsche Stimme von dem Synchronsprecher von Jack Black? Ich weiß es nicht so ganz genau. Die Stimme kommt mir definitiv bekannt vor. Und ich bin jetzt auch kein großer Filmexperte, sodass ich irgendwie auf die Namen der Synchronsprecher... So tief in der Lore bin ich nicht, aber ich recognize die Stimme von ihm. Und ich weiß, dass sie mir vertraulich vorkommt und sympathisch. Man kann sich definitiv unterhalten. Die Pinguin-Stimme ist auch ganz in Ordnung. Ist nichts ultra Besonderes, aber kann man machen. Ich habe ihn endlich gefunden. Und wer soll mich aufhalten? Ja, und das wird jetzt das Ding sein. Mario auf Deutsch. Wird er Bowser aufhalten können? Mario? Liebe Bruder. Und jedes Mal, wenn diese Stelle kommt, kriege ich Gänsehaut. Bei wem auch? Jedes Mal, wenn diese Musik kommt und dieser Blick von Mario, dieser Blick von hinten, jedes Mal. Die Aussicht, Mario, die Musik, alles. Die Atmosphäre, krank. Was ist das für ein Ort? Sonst bist du tot! Oh, tut mir leid, der ist absolut ungefährlich. Todds Stimme 1A, so muss ich sagen. Diese quietschige, etwas höhere, quirlige Stimme passt so. Mario klingt so, das ist nicht böse gemeint, ich finde, sie ist passend. Aber ich finde, er klingt ein bisschen so, als wollte er gleich ein Buch vorlesen. Ein ganz besonderes Buch. Etwas, das man den Kindern zum Schlafen gehen vorliest. Wisst ihr, wie ich meine? So der, was ist das für ein Ort? So, Bro, sind wir hier gerade im Kinderkanal angekommen oder? So, aber sonst ist es in Ordnung, aber der Trailer ist noch nicht ganz fertig. Komm mit, Mario! Pilzkönigreich, wir kommen! Und da klang die Stimme eigentlich ganz in Ordnung, also da klang es jetzt nicht mehr so. Vielleicht war das zu der Situation passend, die Stimme so zu benutzen. Ich weiß es nicht. Aber ganz in Ordnung seiende Stimmen, oder? Ich denke, über den deutschen Cast, wir haben jetzt noch nicht alle gehört, aber stimmt, wir haben noch nicht alle gehört. Luigi! Luigi, der Bruder, fehlt noch. Und gut, wir haben nicht viel von Luigi gehört, aber es war ein etwas höherer Tonklang, so ein Das klang sehr weird, aber auch sehr jäh und ich freue mich sehr auf die Lugi. Das ist der deutsche Trailer. Ich finde es in Ordnung, aber ich werde den Film nicht nur auf Deutsch gucken, wenn er am 23. März, schlagt mich, wenn ich lüge, aber ich glaube 23. März war es. Das ist auch ganz interessant zu erfahren. Wir Deutschen sind, glaube ich, weltweit die Ersten. Wir sind das erste Land weltweit oder eins der Ersten, das Mario Bros. Movie im Kino spielt. 2 Wochen vor den Amis und ich glaube 3-4 Wochen vor den Japanern. Das ist krank. Das ist sehr krank. Und ich glaube, dass man sogar den englischen Cast in großen Kinos auch am 23. sehen kann. Das ist krank. Wie kommt das? Wie geht das? Also, wenn der Cast doch schon fertig geschnitten ist und der Film ist auf Englisch sehbar, wieso kommt der erst so spät in die anderen Länder? Was ist das immer? Ist das so eine Lizenzgeschichte? Oder ich habe andere große Banger-Blockbuster zu der Zeit im Kino, diese anderen Deutschrap-Releases, die sich nicht überschneiden wollen. Man kennt ihn. Jetzt kommen wir zu Original Marios Stimme im Super Mario Trailer. Also es wurden hier Voice Clips genommen aus den Mario Games. Wir gucken, wie das klingt. Denn das ist nämlich die Frage, zu der wir jetzt kommen werden. Marios hohe, tatsächliche, italienische Stimme. Wäre sie besser gewesen? Wäre sie vielleicht
am Ende des Tages besser gewesen. Um die Frage direkt mal vorwegzugreifen, ich finde die Entscheidung, dass Charles Martinet nicht Mario, nicht Luigi spricht, sondern in Cameos auftritt, ich finde das gut, weil natürlich 2 Stunden lang diese Stimme zu hören, ist schon was anderes als diese Hüpfgeräusche, diese kurzen Hüpfgeräusche mal in den Mario-Spielen zu hören. Daher, ich finde, es ist in Ordnung, dass man sich dazu entschieden hat, andere Caster-Sprecher zu nehmen, die Mario etwas anders interpretieren. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir ja hier, oder nicht? Dass Mario eben auch nicht eben nur so aussieht wie Mario, sondern eben, ne, also er sieht schon aus wie Mario, aber es ist halt eine alternative Form von Mario. Und daher finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn man ihm jetzt nicht, wenn Charles Martinet nicht ihm seine Stimme leiht. Wisst ihr, wie ich meine? Genauso wie mit Luigi oder Wario, Waluigi. Wer weiß, ob die auch vorkommen, die Brüder. Vielleicht wird ja auch Elon Musk dann Wario sprechen. Wer weiß? Wer weiß das schon? Aber wie gesagt, gucken wir in den Trailer rein mit Marios originaler Stimme und schauen, ob das nicht vielleicht sogar am Ende, nicht vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht überzeugt mich das. I finally found it. Now who's gonna stop me? Na klar. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das voll passend. Weil statt Marios tatsächliche ausgesprochene Gedanken zu hören, habe ich mir tatsächlich gedacht, wait, wie ist es denn, wenn der Film wirklich auf Lauten basiert und nicht auf wirkliches Sprechen? Mamma mia. Außer vielleicht solche Wortfetzen, aber ich dachte mir, hätte bestimmt auch Charme, wenn es vielleicht sogar so eine Art von eigene Sprache ist, wenn man den Mario-Film in der Mario-Sprache des Mario-Universums hören kann. Stell dir vor, es gäbe so eine Synchro, so quasi die Original-Synchro, so würden Charles Martinet und Co. das Ganze sprechen. Das wäre schon nice. Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Das ist das Ding. Todd wurde nicht replaced, nur Mario. Come on, Mario! Let's go! Let's go! Der Bruder. Ich find's ganz in Ordnung. Aber das ist halt dann das Ding. Möchte man einen Cast, in dem gesprochen wird oder in dem einfach nur Laute kommen? Und ich glaube, das Gesprochene ist das Unterhaltsamere. Ich meine, in den Mario und Luigi Games, da hat man auch nur Laute gehört und es war perfectly fine. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob man das in einem Film genauso aufwiegen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, es muss ja auch irgendwo etwas erzählt werden in einem Film. Daher. Aber ey, wenn, dann wäre Mario Movie mit der Art von Synchronisation wahrscheinlich der erste Film gewesen, der es schafft, nonverbal eine Message zu verbreiten. Bestimmt nicht der erste, aber vielleicht der erste Gamer-Film, wer weiß. Und jetzt gehen wir rein in den Mario Movie Trailer mit Marios Originalstimme, in der AI benutzt worden ist als Hilfsmittel. Let's go. Also, kurz zum Background, hier sind die Voice Lines aus dem Original-Trailer. However, nachgesprochen mit der AI. Also jetzt kommen nicht unbedingt diese Mario-Laute, sondern wirklich gesprochen. Okay, also auch Laute. Auch Laute. What is this a place? Also es hat schon was, oder? Also klar, am Anfang so die ersten 10 Sekunden waren tatsächlicherweise nur Laute, aber ich glaube selbst das waren AI-Laute, oder? Krank. Oh. Do not touch that muscle, you'll die!
Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom. Here we come. That Charles Martinet. Nice Italian boy. Bruder, das sind die absoluten Überkicks. Also ich finde, die AI ist auch sehr interessant so. Das wäre wahrscheinlich Nintendos sparsamstes Mittel gewesen. Also ich glaube schon, dass die AI günstiger gewesen wäre als Chris Pratt. Und ich glaube, die AI wäre sogar besser gewesen als die, die wir hier gehört hätten. Aber die hier war auch sehr, sehr, sehr gut. Also mal abgesehen von den Lauten und so, aber das mit den Lauten ist ja auch, das sind Marios Footprint so. Wir kennen ihn dafür und wir lieben ihn auch irgendwo dafür, muss man sagen. Seine Art der Reaktion, das Nonverbale und so. Daher ist es schon krass, dass das weggenommen wird und stattdessen mit wirklichen Stimmen replaced wird. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass Mario von einem richtigen Sprecher synchronisiert wird. Wenn wir uns die Super Mario Bros. Animated Series TV-Show ansehen, da hat es ja auch geklappt und ich fand das da ja auch okay. Von daher, wir werden uns damit anfreunden müssen, dass Chris Pratt und die Deutschen und die weiteren Synchro-Caster das schon machen werden. Und hey, am Ende des Tages, wenn ihr wirklich überzeugt sein wollt von einem Sprechcast, dann kann ich euch den französischen empfehlen und guckt euch den mal ganz gerne an. Schaut euch sehr gerne den französischen Trailer an und achtet auf Mario. Baba. Wir müssen da nicht rein reagieren, aber ich kann euch sagen, es ist mit einer der besten Sprachversionen, die es gibt. Und ich glaube, ich werde den Film deswegen auch auf Französisch schauen. Von daher, BrüderInnen, eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Es ist ein sehr brisantes Thema. Sehr wild. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein. Machen Sie es gut. Tschüss.